Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch eine Karte, die ihr mit dem Reststück von dieser Box hier machen könnt. Also wenn ihr meine Box hier gebastelt habt, bleibt ein Stück Papier übrig und mit dem Papier könnt ihr diese Karte hier machen. Oder ihr macht eine ganz normale Karte mit den ganz normalen Kartenmaßen und das zeige ich euch jetzt mal. Dazu nehmt ihr euch einfach eine Seite flüsterweißes Papier. Dann wird die bei 10,5 cm halbiert. Natürlich könnt ihr es auch vorher schon bei 14,8 cm falzen. Da habt ihr gleich zwei Karten. Aber ich mache jetzt hier nur die eine. Und dann habe ich hier diese Doppelkarte. Dann brauchen wir den Papierschneider nicht mehr. Wir benötigen jetzt den Stamparatus. Dann brauchen wir ein Wassermark-Stempelkissen. Und ihr braucht das Stempelkissen in Kirschblüte. Dann nehmen wir uns noch die wunderschöne Blüte aus dem Stempelset Blühende Worte und legen den Stempel dahin, wo wir ungefähr unsere Blüte haben wollen. Das hier im oberen Bereich, rechten oberen Bereich, und dann lege ich mir die Blüte dahin und mache jetzt hier mal auf die Blüte das Kirschblütenkissen und Stempel ab. Dann sieht es so aus. Dann mache ich mir das gleich wieder sauber. Dann braucht ihr jetzt das Wassermark-Stempelkissen und ihr braucht noch ein klares Embossingpulver. Es geht natürlich auch ohne, dass ihr das embosst, aber ich finde einfach, wenn ihr den Stempelabdruck nachher noch embosst, dann glänzt es so schön und es sieht einfach schön aus. So, dann stempeln wir das einfach nochmal und jetzt wird es mit Embossingpulver bestreut. Dann föhne ich das jetzt mit dem Embossingföhn und dann seht ihr mal, wie sich das dann verändern wird. Jetzt sieht es nämlich wirklich hübsch aus, weil es jetzt wieder so schön glänzt. Ganz toll. Dann machen wir weiter. Und zwar brauchen wir jetzt noch ein Reststück, wo wir ein Hallo drauf stempeln. Dann werde ich mir mit den Thinlits, die auch zu diesem blühenden Worten Stempelset passen, diese Blätterranken ausstanzen, und zwar ein paar mit Pergamentpapier und ein paar natürlich einfach mit flüsterweißem Papier, und den Kreis stanze ich mir mit der Wellenkreisstanze aus und da könnt ihr jetzt mal zugucken. Wenn ich so feine Stanzteile habe, dann nehme ich immer noch gern diese Trocknertücher zum Ausstanzen. Und zwar schneide ich mir da einfach jetzt eins zu. Dann brauche ich nicht ein ganzes nehmen. Bin ja Schwab. Wenn ich das Trockner drunter hinlege, kann ich das nachher viel besser von meiner Platte abziehen. Jetzt brauchen wir noch das Hallo aus dem Stempelset Blühende Worte. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe oft so Streifen hier übrig. Und dann kann man ja, wenn wir jetzt das Hallo stempeln, das Hallo hier ausrichten. Und am besten auch den Streifen festmachen. Mal gucken, ob es noch passt, ja. Und dann mache ich das mit Memento-Stempelkissen und stempel das Hallo da mal drauf. Ist noch gleich auf Anhieb schön geworden. Dann kann ich den Stempel gleich wieder aufräumen. Das Hallo brauchen wir dann später. Das lege ich mal auf die Seite. Und jetzt setzen wir uns einfach mal unsere Karte zusammen
und legt es mal so hin, wie ihr es gern hättet. Vielleicht nicht zu viel, sondern bloß ein paar zarte. So. Und wenn ich dann jetzt das ungefähr so habe, wie ich es gern hätte nachher, dann mache ich mir hier Tombow-Kleber drauf. Und hier unten auch noch mal so ein bisschen. Da, wo nachher das Hallo hingehört. Ihr könnt es jetzt auch mit einem Acrylblock ein bisschen beschweren. Und dieses Pergament wird hier dann auch drauf geklebt. So. Dann nehme ich mir einen Acrylblock und lege das bloß mal kurz hier drauf. So lange könnt ihr ja mal ein Achtel Zoll Kreis ausstanzen, und zwar in Weiß. Und dann braucht ihr noch einen 1/3 Zoll in Pergamentpapier. Sämtliche Produkte von Stamping Up, das wisst ihr ja sicher, könnt ihr über mich bestellen. Es würde mich auch sehr freuen. Ich mache jede Woche Sammelbestellungen, und da bekommt ihr ab 100 Euro Bestellwert eure Bestellung versandkostenfrei zugeschickt von mir. Und alles, was unter 100 Euro Bestellwert ist, müsst ihr 5,95 Euro Versandkosten dazu zahlen. Ihr könnt jetzt entweder hier ein Fähnchen rausschneiden, das ihr einmal gerade einschneidet, und dann hier schräg und von hier schräg. Oder könnt ihr natürlich auch die Fähnchenstanze nehmen von Stamping Up. Dann brauchen wir jetzt nochmal Tombow-Kleber. Der kommt jetzt hier unten nochmal hin. Und dann kommt erstmal das flüsterweiße kleinere Stück hier drauf. Dann ist das nämlich ein bisschen kaschiert und man sieht das nicht, wie wir das geklebt haben. Und dann kommt ein Dimensional drauf. Ihr könnt es natürlich auch nur mit Tombow-Kleber draufkleben, das geht genauso. Und dann kommt das Pergamentpapier drauf. Und zum Schluss kommt noch das Hallo drüber. Das könnt ihr jetzt entweder mit einem Abreißklebeband drauf machen oder mit Tombow-Kleber. Ich mache es jetzt lieber mit Abreißklebeband drauf, dann verzieht sich nämlich das Papier nicht. Und dann kommt einfach nur das Fähnchen noch hier drauf. Und schon habt ihr eure Karte passend zu dieser hübschen kleinen Grußschachtel. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da oder bestellt mal was bei mir. Meine Internetseite heißt www.stempelstelle.de und meine E-Mail-Adresse ist info@stempelstelle.de. Ich freue mich ganz arg, wenn ihr mein Video auch kommentieren würdet, und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln.